mitten aus dem Schwarzwald, die Pierre M. Krause Show. Gast ist heute Paula Lambert. Sie weiß, wie Deutschland kommt. Jetzt kommt aber erstmal er. Mit Ausdauer und mit Leidenschaft. Hier ist Pierre M. Krause. Guten Abend. Dankeschön. Hallo, guten Abend. Dankeschön. Hallo, Mamo. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Lach-Yoga-Kurs hier im dritten deutschen Fernsehen. Vielen herzlichen Dank. Die Stimmung ist famos zur 491. Sendung in unserem Studio 5 in Baden-Baden. Ich bin noch ein bisschen erschöpft, muss ich zugeben. Ich versuche gerade wieder zu Kräften zu kommen. Ich habe am Wochenende habe ich meine Terrasse gemacht. Also ich habe sie nicht selber gemacht, ich habe sie natürlich machen lassen. Ja. Und, aber ich sorge immer dafür, dass alle gut versorgt sind und dass es keine trockene Baustelle ist. Ja. Dosenbier. Ich steige jetzt auf Dosenbier. Es ist so viel los bei uns im Sendegebiet und Sie wissen, ich checke für Sie jede Woche die Neuigkeiten und suche die spektakulärsten Schlagzeilen aus der Presse hier im Südwesten heraus, denn es gilt weiterhin, Ort geht vor Inhalt. Und diese Schlagzeile ist, ich muss es vorher sagen, alle Schlagzeilen, die wir hier immer in dieser Geschichte, dieser Show zeigen, sind echt, die haben wir nicht erfunden. Wirklich, die sind so gelesen und wir zeigen sie einfach nur. Diese zum Beispiel. Achern, Mann bestattet Gewürzgurke und löst Polizeieinsatz aus. Kein Witz. Eine Spaziergängerin hat beobachtet, wie ein Mann einen kleinen Sarg in die Erde, auf dem Sarg stand Gurki, und er hat sie wirklich die Gurke beerdigt. Gurki. Und er hat gesagt, ich versichere Ihnen, Gurki ist ganz friedlich eingeweckt. Hat er hier so eine richtige Beerdigungszeremonie für eine Gurke gemacht. Es lief auch Musik. Von Bob Dill. Die Polizei hat mit dem Täter gesprochen und hat gesagt, was soll das überhaupt? Und dann hat sich herausgestellt, und das ist wirklich ganz fies, der Mann hatte mehrere Gurken in Gefangenschaft in einem Glasgefängnis. Dieses Schwein! Ich habe das hier noch gelesen. Heidenheim, Klo verstopft, Massenschlägerei. Wer einmal in einer WG gelebt hat, weiß, das ist ganz normaler WG-Alltag. Die Polizei musste zum Einsatz kommen und hat Tränengas der Marke Brise One Touch eingesetzt. Eine sehr, sehr schöne Meldung ist diese hier. Nackter Mann will Auto stehlen. Er hat es leider nicht geschafft. Er hat das Brecheisen nicht hochgekriegt. Aber er hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Für die längste Bremsspur im Innern eines Autos. Und bei der Festnahme, ja. Bei der Festnahme, ich stelle mir vor, wie der Polizist dann so, also du musst ja, da kommt ja ein Polizist und der verhaftet den und wie der dann so den findet und sagt, Führerschein und Fahrzeug, nee, komm, lass stecken. Lass einfach stecken. Was war das für ein Auto? Weiß nicht. Ich glaube, es war ein Opel Adam und Eva. Oder vielleicht ein japanisches Fabrikat der Marke Nix an. Na? Es gibt die Geschichte, dass die Polizistin, das war eine Polizistin, die ihn festgenommen hat, sich das anguckt und gesagt, nein, in ihrem Fall wäre ein Mini vielleicht passender gewesen. Ich bereise zurzeit, meine Damen und Herren, ganz Deutschland, nicht nur das Sendegebiet, und bin in den Norden gefahren, um die seltsamen Bräuche außerhalb des Tellerrands kennenzulernen. Und hier ist eine neue Folge Pierre am Meer. Pierre M. Krause ist auf großer Expedition. Kommen Sie mit und begleiten Sie ihn an die Nordsee. Magische Inseln, raue Küsten, ein unbekanntes, neues Land. Und wen schickt der SWR? Schau mal, ich habe einen Korb bekommen. Ha, bist ja gewöhnt. Ah! Ist gut jetzt. Diese skurrile Gurkentruppe. An der Nordsee sind nicht alle Urlauber. Manche arbeiten hier tatsächlich auch. Und da Krause ungern anderen beim Arbeiten zuschaut, außer Sasha Grey, Lexi Rox und Vivian Schmidt,
bewirbt er sich heute bei der Boyens Strandkorbvermietung. Hallo, ich bin Pierre. Reinhard. Hallo, Reinhard. Moin, ich bin der Vater hier von den Gang. Ist das ein Hauptbroterwerb, ein Brotkorberwerb? Ich habe das Geschäft schon abgegeben. Das ist der Chef hier. Ach so, du bist jetzt der Chef. Mit seinen Brüdern hier. Wir beide, oder wir drei. Und kann ich euch heute ein bisschen assistieren? Es ist ja sehr viel los. Ja, wir haben Hauptsaison. Also da sind sicherlich einige Aufträge, die da reinkommen. So, jetzt fährst du hier rückwärts ran. Ja. So. Und hochkant, hochkant. Näher ranfahren, Pierre, näher ranfahren. Hochkant. So. Nicht so tusselig anstellen. Hier beide Hände mal hier oben so hin. Halt, den Korb hier mitnehmen. Na komm, jetzt am besten hier den Fuß noch mal drauf. Ein Fuß wieder auf den Boden und jetzt ziehst du mal richtig. Nee, nee, nee. So. Und jetzt gehst du da rein, krabbel da mal unter durch. Nicht in den Korb, hier jetzt hochkommen. So, jetzt ist genau richtig. Du bist richtig? Ja, jetzt mit dem Gesicht hoch zur Sonne. Zur Dünenkante hoch. Noch ein Stück höher, Pierre, noch ein Stück. Wie hoch, so ungefähr? Na, halt den Korb fest. Ja, okay. Sehr gut. Jetzt musst du noch ein Gitter rausbringen zu Herrn Löffler, ne? Du nimmst eine Platte mit, da hinten schaufelt er schon. Hallo, Löffler. Ich grüße Sie. Guten Tag. Krause, mein Name, Boyens Strandkorb, Gedöns. Ich habe hier ein Brett. Ich seh's. Ja. Was versuchen Sie mit dem Brett anzufangen? Das haben Sie bestellt, das Brett. Oh, ja. Na gut, also dann nehmen wir's. Das ist der Strandkorb vom Herrn Löffler, da müssen Sie leider jetzt. Jetzt kannst du nicht mehr reden. Ah, Sie haben was miteinander. Ich bin der Feier für 50. Ja, also, das müssen wir hinkriegen. Sie feiern den 50. Ich bin ja auch vom Service hier. Ich bin ja von den Boyens, Jungs. Ja? Wir sind die Backstreet Boyens. Hier zum Beispiel haben Sie einen ausklappbaren Tisch. Ja. Tränk in der Hand und dann denkt man, so stelle ich das ab. Mit einem Handgriff hier so ein Tischchen aufklappen. Überschüssigen Sand können Sie da reinmachen. Einfach hier in die Schublade. Schublade zu. Sand weg. So viel Harnsäure produziert ihr. Es sieht alles so merkwürdig aus, hat merkwürdige Farben. Das ist auf dem Weg dahin, dann hier, dass also hier die Harnsäure bald durchgreifen wird. Können Sie mal nach meinem Fuß gucken? Ja, Ansätze sind da. Ansätze von was? Von Gicht. Von Gicht? Ja. Von Gicht? Gicht, ja. Gicht. Zu viel McDoof. Ich gehe nie zu McDoof. Nein. Ich gehe zu Burger King. Das ist genauso ein Saftladen. Ach so? Dann trinke ich da jetzt keinen Saft mehr. Haben Sie eine Drehgenehmigung? Drehgenehmigung, ne? Den nimmst du auf jeden Fall. Fuck! Ist unmöglich, den zu tragen. Mach das mal! Soll er mal drehen hier mit seinen. Ja. Genau. Hat das gedreht, ohne Anstrengung. So. Da können Sie sich jetzt da reinsetzen und dann kriegen Sie keinen Wind mehr ab. Genau. Das ist praktisch. Haben wir, ne? Sehr gut. Du bist sehr stark. Ja. Ja. Haben wir alle vermietet? Müssen wir noch Kunden akquirieren? Nee, jetzt ist leider vorbei, Pierre. Okay. Ja, aber wenn wir dich noch mal brauchen, dann holen wir dich sofort. Ne? Das war der höflichste Rauswurf, den ich je bekommen habe. Vielen Dank, mein Lieber. Vielen Dank an die Boyens Brüder anrum, dass ich helfen durfte. Und keine Angst, ich komme nie wieder. Ich habe hier noch ein Foto in Gedenken an Gurki. Die beerdigte Gurke, ich erinnere noch einmal daran, Mann bestattet Gewürzgurke und löst dabei Polizeieinsatz aus, war eine Schlagzeile. Gurki hatte kein einfaches Leben, man hat nach der Obduktion Spuren von Vaseline an beiden Seiten gefunden. Mir ist was ganz Blödes passiert heute. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ich habe, kennen Sie das? Ich habe einen USB-Stick nicht sicher entfernt. Und ich weiß nicht, was das bedeutet jetzt. Man soll ja immer einen USB-Stick soll man ja immer sicher entfernen. Man darf den nicht einfach reinstecken und rausziehen. Nicht einfach reinstecken und rausziehen. Das hätte man Boris Becker vielleicht auch sagen sollen. Man muss da sicher sein beim Rausziehen. Ne? Das ist ganz wichtig. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe den einfach rausgezogen, weil so hektisch und alles. Und jetzt frage ich mich, was passiert da? Ist das moralisch vertretbar, einen USB-Stick nicht sicher zu entfernen? Ich bin völlig außer mir und suche nach der Antwort. Aber das Gute ist ja, dass man auf jede Frage immer eine Antwort da findet, wo ich jetzt schaue, nämlich bei der Religion. Lass uns doch mal gucken, was sagt denn Jesus Christus eigentlich zum USB-Stick sicher entfernen?
Da muss ich selbst kurz schauen. USB-Stick. Ach, Gott erschafft die Welt. Nicht töten, nicht ehebrechen. Moses, der alte Poser. USB-Stick. Was steht das denn? Naja, ich sag mal so. Ich find's jetzt nicht, aber von mir aus kein Problem. Und ich bin schließlich Jesus 1.0. Vielen Dank. Glück gehabt. Glück gehabt. Meine Damen und Herren, jetzt kommt eine Frau, von der ich noch sehr, sehr viel lernen kann. Sie hat Bücher geschrieben, die Titel tragen wie Keine Panik, ich will nur Sex. Brüste, das Buch. Habe ich sehr aufmerksam gelesen, waren viele Bilder drin. Ein sehr schöner Titel ist auch eine Frau mit Penetrationshintergrund. Sie ist Sexkolumnistin, sie ist Journalistin, sie ist Autorin. Beim Sender Six moderiert sie die erfolgreiche Sendung Paula kommt, Sex und gute Nacktgeschichten. Und ihr aktuelles Buch heißt Finde dich gut, sonst findet dich keiner. Ich habe ein Zitat von ihr gelesen, das da lautet, sich nicht attraktiv finden und beim Fernsehen zu arbeiten ist eine echte Scheißkombi. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Zitat von ihr war, sondern wahrscheinlich von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier ist, meine Damen und Herren. Hier ist Paula Lambert! Finde dich gut, sonst finde dich keiner. Das ist dein Buch und es geht auch darum, sozusagen zu lernen, wie man sich selbst liebt. Wie lerne ich denn, mich selbst zu lieben? Und stimmt es, dass, wenn man es zu oft macht, dass man dann blind davon wird? Und du darfst es nur 1000 Mal machen. Was? Nein, tatsächlich haben ein paar Freundinnen gesagt, ach was, du schreibst ein Masturbationsbuch. Nein, es geht um Selbstliebe, es geht darum, sich gut zu fühlen und eben nicht so, wie ich mich immer gefühlt habe, morgens vorm Spiegel zu stehen und denken oder sagen sogar teilweise, du hässliche, fiese Person, wie du wieder aussiehst. Was für eine Selbstwahrnehmung hast du denn, Paul? Ja, du, das ist ja völlig egal, wie man aussieht. Manchmal ist es halt so ein bisschen gestört. Ich habe ja auch komische Beziehungen geführt oder seltsame Jobs gemacht, weil ich dachte, ich verdiene es nicht besser. Und dann dachte ich, es ist dämlich, ich höre jetzt damit auf. Es gibt auch ein bisschen Kommunikation mit anderen. Also es sind dann auch Reaktionen oder E-Mails und Briefe da genau. Drin, die dir Sachen schreiben. Und du schreibst auch selber von dir, im hinteren Teil des Buches geht es dann schon wieder ein bisschen sexueller zu. Und da schreibst du auch selber Erlebnisse, die du so hattest. Von einem italienischen Freund von dir, der sagte, wir sind jetzt schon so lange Kumpels, wir sollten mal bumsen. So, das ist die Geschichte in kurz, ne? Ja, und ich konnte mich, als du es mir eben gesagt hast, nicht daran erinnern. Und ich frage mich auch, warum diese Geschichte in dem Buch steht. Ja. Aber ich schreibe ja immer so rauschhaft. Also ich zögere das so lange raus, bis die Deadline wirklich fast tot ist. Und dann schreibe ich so in einem durch. Und darum, es kann sein, dass der da reingerutscht ist. Ich frage mich bloß, in welchem Zusammenhang. Dass der da reingerutscht ist, ist eine sehr schöne metaphorische Umschreibung. Nein, ich könnte mir vorstellen, das war nämlich eine der Situationen. Damals war ich 19 und es war auch nicht mein Freund, das war so ein... So ein Kumpel steht da drin in dem Buch. Ja, ein Kumpel im entferntesten Sinne. Und der konnte wahnsinnig gut Schlagzeug spielen. Und ich bin jemand, die springt sehr auf gute Fertigkeiten an. Warum machst du so lange Pause und guckst mich dabei an? Weil du ich dachte, du sagst jetzt irgendwas, was nee, du besonders klar, ich das geht alles in meinem Kopf gerade. Und der hat so Schlagzeug gespielt, dass es wirklich Ekstase in mir ausgelöst hat. Und damals war ich 19 und hatte so eine Phase, wo ich gemerkt habe, ich komme doch bei Jungs an irgendwie, vorher nie. Und ich nutze es jetzt aus. Und so kam es zu diesem Tête-à-tête. Und in dessen Folge er eben bizarre sexuelle Praktiken an mir vollführt hat. Nicht so schlimm, aber so ein bisschen merkwürdig für jemand, der 19 ist. Kannst du für unser, noch sehr bescheidenes und naives, zurückhaltendes Publikum vielleicht eine dieser bizarren sexuellen Praktiken so umschreiben, dass wir nicht ganz viele Pieplaute drüberlegen müssen. Okay, also es war so, ich war damals so ähnlich gebaut wie du, also sehr schmal, aber größere Brüste. Und Agostino aus Neapel war ebenso schmal, hatte aber untenrum eher, also... Der war gut ausgestattet. Sehr gut. Ja, okay. Fast wie ein Pferd, würde ich sagen. Und jedenfalls schnalzte er diesen Penis raus
aus der Hose. Ja, wo sonst? Und klatschte ihn mir dann, zack, zwischen die Brüste und machte diese Bewegung, die ich damals noch Porno-guckende, also ich habe nie Pornos gesehen, bis auf Candy liegt für Hollywood mit 15. Also genau, das war das, was man, glaube ich, Spanisch nennt heutzutage. Und ich war, jeder macht Spanisch mit dir, ist ja verrückt. Ja. Okay. Und das Tolle daran ist, was Männer sich immer nicht so vorstellen können, wenn man als Frau dann so runterguckt, ist das eine sehr erstaunliche Perspektive. Das ist immer wieder Schlange hier, Schlange weg, Schlange hier, Schlange weg. Ganz, ganz komisch. Guck. Und ich war damals, und ich glaube, deshalb hat es die Geschichte auch ins Buch geschafft. Ich lag da und dachte, eigentlich wäre es schöner, wenn ich jetzt woanders wäre. Konnte aber nicht sagen, hör auf, ich will das nicht, weil ich auch dachte, ich habe hier so eine Art Service-Gedanken zu erfüllen. Oh mein Gott. Wenn ich das jetzt initiiert habe, muss ich es auch durchziehen. Und das ist eben auch so ein Ding, das würde ich heute nicht mehr machen. Wenn ich das nicht wollte, würde ich sagen, weg. So wollen wir das aber nicht. Also keine Ahnung. Wenn, also er hat sich mir eben, es war mir ein bisschen zu intim, sagen wir so. Das heißt aber, dann kann man also auch sagen, ich will das nicht, lass uns was anderes machen. Zum Beispiel eine DVD, genau. Breaking Bad gucken oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Und in dem Buch handelt, also das Buch handelt ja auch sehr viel davon, wie ich wurde, wer ich bin. Also meine etwas grottige Kindheit und warum ich kein Selbstbewusstsein entwickeln konnte und kein Urvertrauen und so weiter. Und das hat sich eben auch in der Sexualität ausgewirkt, weil ich Dinge gemacht habe, auch in der Masse, die ich eigentlich gar nicht wollte. Nur weil ich dachte, dann werde ich noch lieber gehabt. Das ist genau, habe ich mir gerade gedacht, kannst du ausmachen. Es ist schon fast die Hälfte der Sendung rum und das bedeutet für die Zuschauer zu Hause. Ich muss gehen? Nee, du kannst hier bleiben, aber die sind müde, die sind unterzuckert und da müssen wir ganz kurz Abhilfe verschaffen, meine Damen und Herren. Hier ist für Sie im Publikum der Candyman! Der Candyman sitzt nach dieser Aktion mit seinem Anzug unter einer warmen Dusche und weint. Während so das kleine Rinnsal aus brauner Schokolade. Ja. Läuft. Wir freuen uns, wenn es Schokolade ist. Paula, es gibt eine Rubrik in dieser Sendung, da treffe ich auf Menschen, die haben was ganz Besonderes zu erzählen oder machen was ganz Besonderes. Ich weiß das nicht und muss im spontanen Gespräch herausfinden, was das ist. Okay. Und ich habe eine Frau getroffen und ich finde, es passt heute so ein bisschen. Die wird dich sicherlich auch interessieren. Hier ist für Sie und für Paula eine neue Folge von Der Nächste bitte. Hallo. Pierre, hallo. Manja. Manja? Hm? Manja. So, Manja. Oh. Manja, du heißt eigentlich Manfred? Nein. Und hast zwei Orangen im T-Shirt. Nein. Das ist eine normale Orange. Mhm. Du kannst auch gerne noch einen Tipp haben. Ja, ich glaube, ich brauche noch einen Tipp, weil du bist sicherlich keine Fruchtsaftexpertin. You gotta kick it once, you gotta kick it twice. Hast du noch einen Tipp? Times, Handcreme. Ja. Fettet gut. Mhm. Macht halt so Geräusche dann. Ja, beim Hände eincremen. Wo ist da der Zusammenhang? Ich bin Erotiktelefonistin. Ah, toll! Weil deine Stimme kam mir auch so bekannt vor. Mhm. Was machst du damit? Erzeugst du damit etwa diverse Geräusche? Mhm. Mach mal. Und wenn der Mann sagt, wie feucht ist denn schon deine Muschi? Oder? Ne? Das ist also gar nicht, sondern es ist eigentlich deine Orange. Meine Welt bricht für mich zusammen. Ne? Genau. Mach mal das Geräusch, ich mach mal kurz die Augen zu.
Und was? Machst du auch so Geräusche? Für was? Zum Blasen? Alles, du, genau, was, wie geht das? Nimmst du dann was? Nimmst du dann eine Banane? Mit dem Finger im Mund, ne? Was ist denn der verrückteste Fetisch, der jemals angerufen hat? Du musst ja keinen Namen nennen. Römische Dusche. Was ist römische Dusche? Und warum nickt der Kameramann so? Ja, klar, römische Dusche kenne ich. Das ist Wochenende. Was ist das? Das Ankotzen. Wow! Ja. Ankotzen? Mhm. Das geht, aber da hört's dann, da brauchst du dann schon eine Linsensuppe oder sowas, ne? Ja, da kann man improvisieren. Ja, okay. Ja, wie würdest du das sonst machen, ne? Können wir mal so ein Telefonat durchspielen, so simulieren, wenn ich jetzt anrufen würde? Selbstverständlich telefoniere ich sinnbildlich mit einer Banane. Ich mach mal den Dole-Aufkleber weg, damit niemand sieht. Das ist vom Dole-Haus. Verstehst du? Dole-Haus. Ding. 190, 6 mal die 6. Hallo, Sunny. Hallo, ich bin die Sunny. Hi, Sunny. Jörg ist mein Name. Hi, du möchtest dich amüsieren. Inwiefern denn? Also eben auch, ne, damit mal wieder ein bisschen die Lunte brennt. Ne? Dass der Docht mal wieder aufwacht. Die Lunte so. Soll brennen, okay. Fernbumsen quasi, oder? Also ohne Körperkontakt, Jörg, du bist halt im ganz Kopf. Niedlich. Okay, ich habe noch meine schwarze Hose an, mein graues T-Shirt. Kannst du das nicht mal ausziehen? Wir sind doch hier bei der Sex-Hotline und nicht bei der Aerobic-Hotline. Ach Jörg, zieh du mich doch aus. Okay, mach mal die Arme nach oben, ja, so ist gut. Arme nach oben und jetzt ziehe ich das so hoch. Okay, warte, jetzt müsste es weg sein. Okay. Okay, danke schön. Das ist ein sehr, sehr schöner BH. Hast du zufälligerweise eine Orange im Haus? Nein, ich esse keinen Ort. Jörg, ich weiß erst mal gar nicht, wie du ausschaust und wie groß dein Schwanz überhaupt ist. Warte mal, ich. Ja, genau, zieh mal deine Hose aus. Ich höre nichts. Das Netz ist ganz schlecht. Jörg, was machst du gerade? Ich esse eine Banane. Bitte was? Ich komme irgendwie nicht so in Stimmung. Mann, ja, es tut mir leid. Aber es war trotzdem schön, mit dir gesprochen zu haben. Bevor du gehst, lässt mir noch deine Nummer da, ja? Die 0190er Nummer. Ja, genau. Mach ich. Danke. Vielen Dank an Manja. Hochinteressant, ne? Hochinteressant. Paula! Das wusste ich nicht mit der Orange. Das wusstest du nicht? Ich dachte, die haben so einen nassen Waschlappen da liegen. Oder was aber nicht besser wäre. Nee, es macht vor allem nicht solche Geräusche. Kann man die Orange danach noch essen? Ist das vertretbar? Oh, ich möchte das eigentlich gar nicht vertiefen. Es tut mir sehr leid. Das klingt alles so versaut, aber es ist halt, wir sprechen ja offen darüber, nicht wahr? Das ist eine Bedürfniswelt. Ja. Absolut. Und wenn Sie glauben, es hört jetzt auf, nein, nein, wir machen jetzt weiter. Ja, wir kommen jetzt nämlich endlich zum Liebesspiel. Ich möchte ein Liebesspiel mit dir machen. Super. Ja, und zwar in der Show. Ich habe eine ganz tolle Kollegin, Alina Schröder. Sie hat den sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Channel Alina, die Liebe und der Sex. Da geht es um das, wie der Channel heißt, aber eben nicht nur plump, sondern auch sehr tiefsinnig, sehr journalistisch und wirklich auch sensibel. Ein ganz toller YouTube-Channel, empfehle ich sehr. Es gibt aber auch lustige Parts, da spielt sie ein Spiel. Und dieses Spiel gefällt mir so gut, dass ich gedacht habe, wenn Paula kommt, dann spielen wir das zusammen. Worum es geht, erklärt sie uns selbst. Hier ist die wunderbare Alina Schröder. So schön, dass du da bist. Dankeschön. Alina, Paula, Alina, wir tun so, als würdet ihr euch zum ersten Mal sehen. Dabei habt ihr euch Backstage schon getroffen. So ist das. Alina, was spielen wir? Also du hast es jetzt Liebesquiz genannt oder Liebesspiel. Bei mir heißt es Sexquiz. Enttäusche ich dich jetzt? Nein, im Gegenteil. Ich finde, Pierre ist so schön romantisch. Mir gefällt es. Finde ich auch schön. Ich möchte lieber ein Liebesspiel mit dir machen als ein Sexquiz. Ja, aber beim Sexquiz müssen wir vorher nicht ins Kino gehen und essen und so. Das ist korrekt, aber gerade wolltest du noch ein Liebesspiel spielen. Aber ich habe jetzt leider nur das Sexquiz dabei. Okay. Wie geht das Sexquiz? Es geht so. Ich war unterwegs, habe Menschen intime Fragen gestellt. Jedes Mal, wenn die Menschen kurz davor sind, diese intime Frage zu beantworten, freezen wir das Bild, dann kommen 4 Antwortmöglichkeiten und ihr beide spielt gegeneinander und erratet die richtige Antwort. Also auch Menschenkenntnis ist gefragt sozusagen? Menschenkenntnis ist gefragt und ein bisschen das Gefühl für die Sexgelüste der Menschen. Das haben wir. Das habt ihr, das wollen wir mal testen. Frage Nummer 1, bitte. Was ist das Seltsamste, das dir jemals im Bett passiert ist? Das Seltsamste, So. Wurde gefurzt, hat er ein Erektionsproblem, ist das Kondom gerissen oder ist das Bett zusammengebrochen? Bett zusammengebrochen. Oh, du bist aber schnell. Der sieht so aus.
weiß es nicht. Ich würde sagen, ich glaube tatsächlich, dass das so ein, dass es einer ist, dem ist einer rausgerutscht. Es gab Linsensuppe und dann. Also, du sagst A. Ja. Du sagst D. Wir lösen auf. Dass man während des Sex gefurzt hat. Ja, du musst wissen, Paula, hier ist gar nicht so schlecht in dem Spiel, wie man vielleicht denken könnte. Ich hab gedacht, weil der so ein, der sieht aus wie so ein McFit-Typ, dass er vielleicht. Auch ein bisschen zum Angeben, ne? Ja. Mit Furzen lässt sich nicht so gut angeben, nee, wie mit Bett bricht zusammen. So, ja, ja, gut. Schon öfter passiert. Mir ist auch schon mal das Bett zusammengebrochen. Echt? Mir auch. Ja. Als ich das erste Mal meinen Penis in der Hand hatte. Wie, da ist was? Das Bett zusammengebrochen. Du, in dem Moment, wo du den Penis in die Hand brachst, das Bett, das war ein kosmisches Erlebnis. Was, also Mann, das ist schön, dass du trotzdem hier sitzt. Es war ein Ikea-Bett, zwar. Ach so, ja. Ich dachte schon, es war ein Ikea-Penis. Ich muss mit ihm zusammen schrauben. Machen wir noch Machen, ja, wir ja, machen weiter. Bitte, schnell. Hattest du schon mal Sex in der Öffentlichkeit und wenn ja, wo? So, noch gar nicht. Auf der Parkbank. Im Schwimmbadbecken oder am Strand? Oh, das ist harmlos. Im Schwimmbadbecken. Im Schwimmbadbecken. Das ist ja eklig. Ja, du, ist nicht mein Leben. Aber ist ja Chlor drin, macht alles kaputt, ne? Wieder. Alles. Ja. Da kann man keine Babys bekommen. Ich glaube, sie ist so eine, die, ich glaube tatsächlich noch gar nicht. Noch gar nicht? Ja. Also wir haben A und C, wir lösen auf. Mal draußen auf einer Parkbank und dann kam ein Radfahrer vorbei. Und dann wurde es auch noch erwischt. Was, auf der Parkbank und dann kam ein Radfahrer? Und da ist auch was falsch gelaufen. Das ist der Falsche dann wahrscheinlich. Okay. Schön. Der ging unter. Gut. Ja. Wollen wir noch eins? Okay. Pierre führt immer noch. Wir machen noch eins. Wir haben hier eine sehr nette junge Dame. Was ist deine Lieblingssexstellung? So. Standard. Schubkarre, die Wiener Auster oder Doggy-Style? Schubkarre. Was ist denn Schubkarre? Mann, später, obwohl, hier. Warte mal, stopp, sie ist wahrscheinlich sehr groß und schwer. Hm. Ist Doggy sie eine Style? Sie? Nee. Ist sie überhaupt eine Sie? Ich muss jetzt leider ganz blöd fragen, aber... Doggy-Style. Was ist Schubkarre? Ich weiß also Schubkarre. Mann, Füße halt hoch und dann davor und rein. Also ich mach Yoga, ich mach den Hund. Das weiß und er du, doch nicht. Ach so, Junge, du machst den auch Hund? Nicht. Ja, und du bist. Aber was, legt man dann was drauf und bringt irgendwie Kies irgendwo hin oder was? Sollen wir das vormachen? Das ist zu komplex jetzt. Du musst die Schubkarre sein. Ich muss die Schubkarre sein. Wie? Aber warte ja, mal, was ist jetzt? Macht ihr jetzt mal die Schubkarre? Wir machen jetzt die Schubkarre. Also stell dir das so vor. Ja. Bloß dann die Füße hoch. Da tut man sich doch weh, dann, wenn die Füße hochfällt, dein Gesicht auf dem Boxparkett. Naja, ja, das kommt drauf an, wie stark meine Arme sind. Du kannst ja auch auf dem Boden dabei sein. Das muss ja keine, die muss ja nicht große Reihe. Aber nochmal zum Verständnis, die Frau ist die Schubkarre. Ja, okay. Ja, oder der zweite Mann kann auch die Schubkarre der, oder sein. Oder der zweite Mann. Der Penisbesitzer ist auf jeden Fall der Penisbesitzer. Also andersrum bringt es halt nichts. Das ist wohl wahr, ja, ja, ja. Stimmt. Dann wäre es ja ein Sackharch. Die Wiener Auster machen wir jetzt aber nicht noch vor, oder? Nee. Haben wir uns schon entschieden? Nein, ich habe uns noch nicht entschieden. Ich schon. Doch, du hast Doggy-Style gesagt. Ich habe Doggy-Style gesagt. Ich möchte so gerne wissen, was die Wiener Auster ist. Und ob ihr das. Ich weiß nicht, ist die Wiener Auster was ganz Schlimmes? Ich weiß auch nicht, nein, was die Wiener Auster nee, ist. Die möchte ich nur nicht vormachen. Nee, ich auch nicht. Es ist ein sehr komplexer. Also, egal was es ist. Es ich ist mit. Es ja, ist, ich also muss die Beine nicht sehr hochnehmen dafür jetzt. Und das hier kann man nicht machen, wenn man nicht Yoga macht. Ah. Ich mache Yoga. Dann sage ich. Verstehe, Alina. Ich sage Wiener Auster. Was sagst du? Ja, ich sage immer noch Doggy-Style. Doggy-Style. Wir lösen auf. Standard. Ach, komm. Jetzt erkenne ich sie, das ist meine Ex. Oh, dann hättest du es doch wissen müssen. Ja, hätte ich doch wissen müssen, dass sie die Wiener Auster nicht mag. Na gut. Aufholen kann ich jetzt nicht mehr, wa? Nein. Das war's jetzt schon? Das war's. Das heißt, ich habe das Spiel gewonnen. Du hast das Spiel gewonnen. Du gewinnst dieses Spiel auch irgendwie immer. Das tut mir sehr, sehr leid. Das muss ein Zufall sein. Das ist einfach meine Kernkompetenz. Meine Damen und Herren, bitte applaudieren Sie für mich. Das war das Spiel. Aber ich schenke diesen Punkt dir und dir. Vielen Dank, Annalena Schröder. Und vielen Dank an Paula Lambert. Kommt, lass uns nach vorne gehen. Das war die Show, meine Damen und Herren. Versaut, aber das ist gut für die Quote. Finde dich gut, sonst finde dich keiner. Das ist das aktuelle Buch von Paula Lambert. Und Alina, die Liebe und der Sex ist der YouTube-Channel von Alina Schröder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann gibt es auch eine Sendung mit meinen Reisen durch den Schwarzwald. Vielen Dank und auf Wiederfernsehen. Zeigst du mir jetzt, wie die Auster geht?